Ich grüße euch aus Himmelsrand. Ja, willkommen zurück zu Skyrim. Ja, wir befinden uns immer noch in Saartal, haben etwas ausgelöst, was unumgänglich ist, wurden vom Psychic-Orden heimgesucht, also ein Geheimorden, ja. Über den werden wir später auch nochmal mehr erfahren und müssen uns jetzt hier, ja, durch die Ruine durchkämpfen. Was heißt durchkämpfen? Ja, durchwandern, ne? Ich muss jetzt erstmal dieses Rätsel hier lösen. Ich müsste dann erstmal schauen, wo denn diese dämlichen Zeichen sind. Ja, die kann ich alle hier bewegen. Ich müsste auch ein bisschen aufpassen, dass ich hier nichts aktiviere. Aber ansonsten hält es sich in Grenzen. Ups. Naja, war nichts Berauschendes gerade. Schauen wir mal einfach. Ist hier irgendwo oben was in den Ecken? Ja, ich habe das zwar schon öfter gemacht, aber ich bin einer, der gerne vergessen tut, Leute. Und von daher, probieren geht über studieren. Oh, da liegt ja noch ein Leichnam. Beklauen wir doch mal gleich. So, wollen wir mal schauen? Nein, hier wird mir nichts gezeigt. Das heißt, ich müsste woanders schauen. Doch, dahinter. Hahaha. Die Schlange. Was ist dahinter? Der Adler? Ja, der Adler ist wohl nicht der Wal. Kann man hier wohl kaum verwechseln, ne? Obwohl, ich kann alles verwechseln, Leute. Guck mal hier, kommen schön die Spieße raus, wenn man was falsch macht. Der Wal. Adler. Ja, hier haben wir das schon gemacht, glaube ich. Oder? Nee. So. Das müsste es aber auch gewesen sein. Ja, Sesam, öffne dich. Ist es auf? Es geht weiter. Ich weiß gar nicht. Soll ich mir lieber den Bogen ausrüsten? Ja, ich bin so ein fauler Mensch. Ich benutze gern den Bogen. Ich höre hier schon was rumkriechen, ne? Aber ich übersehe immer gerne die Tatsachen und deswegen nehme ich mal das orkische Schwert. Werde mir auf meiner linken Hand meine Flamme ausrüsten. Nehmen wir alles mit. Wir sind ja kleine Diebe. Da oben krabbelt's rum. Na komm, brenn! Oh. Ja. Lassen wir ihn mal ein bisschen brennen. Es schadet ja auch nicht, angegriffen zu werden. Oh! Jetzt schon, Leute. Ja, da gehe ich mal schnell ein Level ab. So. Mal schauen. Nehmen wir mal die Gesundheit. Und töten das Miststück erstmal. Ja. Weil wir ja immerhin so auch unsere leichte Rüstung ausbauen, wenn wir angegriffen werden. Von daher schadet das eigentlich nicht, wenn man nicht gerade fast am Krepieren ist, natürlich, ne? Ja, komm schon. Wo ist der Dote? Ach, scheiß auf den. Scheiß auf den, ganz ehrlich. Da ist der Pfeil, das heißt, ich muss einmal hier rum. Die Urne können wir auch noch plündern. Ja. Schauen wir mal ein bisschen rum. Und immer hier auf den Seiten schön achten. Das sind ja bekanntlich unsere schönen Fallen. Alles mit. Und hier liegt eine
Fallenrune auf dem Boden. Ja, wenn ich da jetzt reintrete, wird die natürlich aktiviert. Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich das, ups, ich springe jetzt immer, ja, weil ich immer mit der Lenkung wieder Probleme habe, weil ich das schon so lange nicht mehr gespielt habe, Leute. Ob ich das so aktivieren kann? Ups, wollen wir nochmal probieren? Nein, geht nicht. Aber ich glaube, wir können das mit Flammen aktivieren, das Ganze. Nehmen wir wieder mit. Den auch. Genau. Auch mit. Wer mich kennt, der weiß, ich lasse auch mal gerne was liegen. Wundert euch da nicht. Wie gesagt, ich übersehe nicht immer alles, sondern ich lasse es dann auch einfach nur liegen, weil ich gar keinen Bock mehr habe zu sammeln, Leute. Ich möchte auch nicht Jahrzehnte sammeln. So. Wal und Schlange dahinter. Vogel und Wal. Wal. Oh. Stimmt ja, Leute. Jetzt ist ja dieses... Jetzt ist ja dieses schöne... Ja. So, das müsste richtig sein. Tja, probieren wir es einfach nochmal. Nein, probieren wir nicht. Oh, da oben sind sie abgezeichnet. Schlange, Wal, also genauso wie da hinten. Es ist eigentlich ganz easy peasy, Leute. Ja. Und das war's dann auch. So eine Rätsel sind für mich eigentlich gar kein Problem, aber es ist schon reichlich spät. Ich bin ein bisschen, ja, geplättet. Aber auch aus der Übung. Och Mann. Ich dachte, es sei höchste Zeit, dass ich wieder zu euch stoße. Ja, danke schön. Du lässt mich die ganze Drecksarbeit erledigen und dann kommst du zurück, du Kackarsch. Ja. Nehmen wir einfach mit. Na, dann komm weiter. Aber bitte nicht auf die Fallen treten, Leute. Das wäre sehr nice. So. Hier ist auch nichts mehr. Ja. Träumen lassen, dass wir so etwas finden würden. Tja. Warum ist dies so tief ins Ahrtal begraben? Das kann ich dir nicht sagen, mein Freund. Wahrscheinlich, damit sie niemand findet. Wollen wir uns mal den hier gleich vornehmen, der da so schön hocken tut? Nee, können wir jetzt noch nicht. Wir müssen wahrscheinlich erstmal mit dem hier quasseln.
Was könnte dies für ein Ort sein? Mhm. Ja. Dann eben nicht. Dann tun wir das auf die Art und Weise. Immer schön Krach machen, Leute. Der durchbohrt ihn gar nicht. Habt ihr das gesehen? Nichts scheint zu funktionieren. Ja. Stimmt ja. Halte dich beschäftigt. Ich versuche, ihm etwas von seiner Kraft zu entziehen. Komm, geh weg, du. Hans Wurst. Ah, ich beschäftige ihn, Leute. Lalala. Ein bisschen Walzer. Da, nun greift es an. Greift es an. Wie es anhört. Ups, falscher Zauber. Falsche Schrei, besser gesagt. Ich bin nicht der Einzige, der das sieht, oder? Nein, das bist du nicht. Ach ja. Fragment von Guldur. Von Guldurs Amulett, ne? Das können wir auch später zusammenbasteln. Das nehmen wir mit auf jeden Fall. Wir nehmen sonst. Ja, die beiden Sachen lassen wir liegen. Also, das ist ja wirklich einzigartig. Ja. Ja, nerv mich nicht, steck dir die Kugel in die Tasche und geh mir nicht auf die Bocknüsse, mein Freund. Okay, dann schnattern wir halt. Was könnte dies für ein Ort sein? Ich habe keine Ahnung. Das ist erstaunlich. Wirklich erstaunlich. Der Erzmagier muss sofort informiert werden. Das muss er mit eigenen Augen sehen. Ich wage es nicht, das hier unbeaufsichtigt zu lassen. Könnt ihr zur Akademie zurückkehren und Savos Aaron von dieser Entdeckung unterrichten? Bitte beeilt euch! Natürlich. Ich hab nichts Besseres zu tun, als den Bodengänger zu spielen, ne? Aber das tun wir in Skyrim sehr häufig. Von daher tue ich ihnen jetzt mal den Gefallen. Wollen wir mal hingehen? Nein, passiert nichts, Leute. Da braucht ihr wirklich keine Angst haben. Das ist ein wirklich sehr schönes, einfaches, dekoratives Element, ja, aus der Antike. Das könnt ihr euch ins Wohnzimmer stellen oder wenn ihr möchtet, könnt ihr es sogar in einem großen Raum oben an die Decke platzieren und als Disco-Kugel verwenden, ja. Aber wirkt keine Zauber drauf, das würde euch nicht gefallen. So. Nehmen wir mit. Gierig, nehmen wir mit. Ich denke mal, dass wir auch zuerst zu Savos Aaron gehen werden. Ne, das ist der Erzmagier von Winterfeste. Und ihn darüber unterrichten, was wir da Feines gefunden haben. Ich denke mal, das wäre jetzt am schlausten. Und danach können wir ein bisschen weiter in der Geschichte rumwühlen, denn wir wollen ja von A nach B und B nach C. Wir möchten jetzt nicht alles durcheinander machen. Glaubt mir, Leute, das möchten wir nicht. Das wäre viel zu viel. So. Ja, die Kluft habe ich auch nur angezogen, weil ich ja auch Magierlehrling so gesehen bin. Und daher... Wir müssen wirklich mal bald schmieden gehen, also ich kann mir das nicht mehr lange antun. Ich brauche schicke Kleidung und ihr wollt bestimmt auch mal was Neues sehen, als immer nur diesen ollen Lumpen, den ich da trage.
Ah, da ist er ja. Was ihr hier lernt, lernt ihr fürs Leben. Ja. Vielleicht, es ist kein Geheimnis, dass der Ruf der Akademie in Himmelsrand... Bitte sagt mir nicht, dass noch ein Schüler verbrannt ist. Ich muss mich gerade schon um genügend Dinge kümmern. Wir haben so eine Art, ja, Kugel gefunden. Tolftier wollte sie sich ansehen. Ja, wir haben etwas in Sata gefunden und Tolftier meint, es könnte wichtig sein. Nun gut, ich denke, ihr wärt nicht hier, wenn es nicht wichtig wäre. Danke, dass ihr mich darauf aufmerksam gemacht habt. Tolftier kümmert sich normalerweise um eure kleine Gruppe, oder? Da er anscheinend beschäftigt ist und ich diese Entdeckung mit eigenen Augen sehen muss, solltet ihr vielleicht damit beginnen, dieses Thema zu untersuchen. Sprecht mit Urak im Arcanaeum. Vielleicht kennt er etwas, das zu eurer Entdeckung passt. Und? Gute Arbeit. Wenn ihr das nächste Mal Nordruinen erforscht, könnte euch das hier womöglich helfen. Also gut. Ja. Also gut. Wir sollen jetzt ins Arcanaeum. Mal schauen. Und im Arcanaeum, ich glaube, das ist nämlich diese Bibliothek hier. In Winterfeste. Können wir auch gleichzeitig mal nach einer Kiste Ausschau halten, in der sich Ringe befinden. Und diese Ringe, ja, die können wir auch noch verwenden. Dazu dann später aber mehr. Ich gucke. Ja, Meister. Ja, ist ziemlich blöd, dass wir jetzt den Schlüssel nicht haben. Wir müssten das jetzt versuchen, aber wir können das auch viel, viel später machen. Das ist Schwachsinn. Ich will euch nicht dabei erwischen, wie ihr mit einem dieser Bücher sorgt. Ihr seid nun im Arcanaeum. Ich trage hier die Verantwortung. Es ist irgendwie mein eigenes kleines Reich des Vergessens. Stört mein Arcanaeum und ich werde euch von wütenden Atronarchen in Stücke reißen lassen. Nun, braucht ihr Hilfe? Ich weiß, was ihr wollt. Neuigkeiten verbreiten sich hier schnell. Habt wohl ein großes Rätsel entdeckt, was? Nun, ihr müsst nicht mal fragen. Nein, ich habe nichts für euch. Nicht mehr, jedenfalls. Ich sagte, nicht mehr. Orton stahl einige Bücher, als er zur Festung Dämmerlicht ging, um sich diesen Beschwörern anzuschließen. Es war eine Art Friedensangebot. Ich glaube, einer dieser Bände enthielt relevante Informationen. Wenn ihr sie braucht, werdet ihr mit Orton reden müssen. Nicht genug, um etwas dagegen zu tun. Erzmagier Aren vertraut darauf, dass derartige Dinge sich von selbst bereinigen. Mir scheint jedoch, dass ihr euch nun um das Bereinigen kümmert. Viel Glück. Ja, das werden wir jetzt auch machen, bevor wir uns von ihm hier zuschwatzen lassen. Mhm. Das können wir nämlich später auch noch machen. Oh, und jetzt ist schon der Spinner da, der mit uns reden will. Ihr da, ich habe ein paar Fragen an euch. Ihr wart doch in Satal, nicht wahr? Ich habe gehört, dass dort etwas gefunden worden ist. Das ist mir durchaus bewusst. Bitte, beleidigt nicht meine Intelligenz. Tolftier ist also immer noch dort? Bei seiner Rückkehr erwarte ich einen vollständigen Bericht von ihm. In Satal wurde etwas gefunden, das wichtig genug ist, dass Tolftier ein neues Mitglied der Akademie allein losgeschickt hat, um es zu melden. Wenn das nicht etwas ist, das jeden etwas angehen sollte, besonders mich. Danke für eure Hilfe. Ihr dürft jetzt gehen. Ha, ihr dürft jetzt gehen. Der hat uns mal ja gar nichts zu melden. Ich denke über viele wichtige Dinge nach. Ja, komm, Sappelhans. Ja, deine auch nicht. Du gelbstichiges Ding.